Gut, danke. Die dritte Frage war von Ihnen. Ja, Herr Gebhardt, ich habe eine Frage. Der Rügli geht ja immer so stark darauf ein, schon seit Monaten immer das Gleiche. Es wurde vor 15 Jahren beschlossen, es ging durch alle Parlamente und wir stehen dazu. Sie haben das vorher sehr kurz angerissen. Was bringt denn ein Parlament dazu, zu erkennen, dass das, was sie damals beschlossen hat, nicht mehr der Basis der Verträge entspricht? Da würde ich Sie bitten, können Sie da nochmal genau drauf eingehen. Wir wissen, dass es wichtige Untersuchungen gab, die unterschlagen wurden, sage ich jetzt mal, und die in den Schubladen verschwunden sind. Und wenn ich heute daran denke, wenn ein Architekt mein Haus baut und mir verschweigt, dass das Haus durch Grundwasser gefährdet ist, dann würde ich spätestens ab dem Augenblick sagen, die Geschäftsgrundlage ist aufgelöst. Also ich würde Sie bitten, da nochmal genau darauf einzugehen, weil ich das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil auch immer die Frage kommt, warum fangt ihr jetzt erst mit dem Protest an? Die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass man 2007 den Bürgerentscheid quasi hinterrücks verloren haben. Gut, danke, Herr Gebhardt. Also einen ganz wichtigen Punkt für die Politik, besonders wichtig, Politiker sollen ja unsere Vertreter sein, also sprich unsere Interessen vertreten. Da steht an erster Stelle das Geld, und das habe ich vorhin ja schon gesagt. Die Kosten sind gestiegen, aber nicht im Wesentlichen durch die Inflation, sondern dass man die vorher offenbar untergerechnet hat. Das alleine bin ich der Meinung, und ich würde mich doch wundern, wenn der Rölke sich da nicht selbst auch ein Stück weit übervorteilt vorkommt. Er vertritt ja hier auch diesen Wahlkreis, wie ich verstanden habe. Muss also auch das Interesse hier für den Menschen wahrnehmen. Und die Basis, die Zahlenbasis stimmt hier genauso wenig wie in Stuttgart. Ja, das ist der eine Punkt. Dann gab es ja dieses berühmte SMA-Gutachten aus der Schweiz. SMA ist nicht irgendein Eisenbahngutachter-Klitsche, sondern das ist das renommierteste Büro schlechthin in der Welt. Die SMA-Leute haben diesen integralen Taktfahrplan in der Schweiz erfunden, umgesetzt und haben sich damit Weltruhm erarbeitet. Ja, das ist das Vorbild dann im Eisenbahnverkehr schlechthin. Die wurden beauftragt, eine Fahrplansimulation zu erstellen für Stuttgart 21, die es verblüffend lange überhaupt nicht gab. Erst durch das permanente Drängen unserer Bürgerbewegung sah sich dann die Stuttgart 21-Seite irgendwann mal offenbar so in die Enge getrieben, dass sie das dann mal in Auftrag gegeben hat, und prompt war das Ergebnis so peinlich, dass man es in der Schublade hat verschwinden lassen. Es hat dann 2 Jahre gedauert, bis der Stern auf irgendwelchen Kanälen in Besitz dieser Studie kam und die vor etwa, wann war es, vor 8 oder 10 Wochen dann veröffentlicht hat. Und da standen dann so peinliche Sätze drin wie: Das Gesamtkonzept ist fahrbar, aber anspruchsvoll. Also anspruchsvoll fahrbar. Ja. Das sind so Formulierungen, Sie kennen die Bewerbungsschreiben, ja, oder die Zeugnisse, Arbeitszeugnisse. Der Mitarbeiter hat sich stets bemüht, aber, ja, da weiß jeder, was das bedeutet. Und wurde dann im Detail auch aufgeschlüsselt. Fakt ist, Stuttgart 21 war immer auf Kante genäht. Ja, es war immer am obersten Anschlag der Bereitschaft der Bevölkerung, dafür noch Geld auszugeben. Ja. Und deswegen hat man an allen möglichen Stellen eingespart. Und diese Einspareffekte, die hat SMA aufgedeckt. Zum Beispiel am Flughafen oben. Ja. Diese Ausschleifung, vorhin sagte ich, dass man jeder dritte Zug überhaupt anhalten soll an diesem Flughafenbahnhof, die werden also ausgeschleift aus der eigentlichen Schnellfahrstrecke nach Ulm, und die ist eingleisig geplant gewesen. Und außerdem will man zusätzlich noch ICEs fahren lassen in der bestehenden S-Bahn-Station, die auch von Süden her, dann also der Zürcher ICE soll am Flughafenbahnhof den bestehenden heutigen anhalten. Und da gibt es unterschiedliche Einstiegshöhen. Ja. S-Bahn haben eine andere Einstiegshöhe als die Fernzüge. Und das sind lauter solche gravierenden Mängel, die da als Tageslicht kamen. In der Summe kann man sagen, es sind so viele Schwachstellen, wenn man die heilen wollte, man könnte die vermutlich heilen. Ja? Es wäre dann immer noch kein super tolles Projekt und würde in der Stadt Stuttgart immer noch jede Menge Verheerungen anrichten, aber es würde vielleicht leidlich dann funktionieren. Aber dann müsste man nochmal mindestens 1 Milliarde zusätzlich reinbuttern, um Engstellen zweigleisig auszubauen, um Kreuzungsbauwerke kreuzungsfrei, also mit sogenannten Überwerfungsbauwerken auszuführen. Man bräuchte unter Umständen auch im Stuttgarter Tiefbahnhof, nicht unter Umständen, man bräuchte im Stuttgarter Tiefbahnhof mehr Gleise. Mit 8 Gleisen wird er das niemals leisten, was versprochen wird. Also man müsste mindestens
eine Milliarde mehr reinstecken, um eine halbwegs akzeptable Verkehrsinfrastruktur zu bekommen. Also da gibt es jede Menge Sachen. Lesen Sie es nochmal im Stern nach, auch online nachzulesen. Die Studie ist spannend. Gut, jetzt hätte ich gerne am Schluss von der Dame vielleicht auch eine Frage an beide. Und vielleicht, weil es die letzte Frage ist, weil wir ja dann auch den Abend beschließen wollen, vielleicht auch eine Frage, die einmündet in den Konsens. Wir sind ja auch heute dazu da. Wir wollen Sie ja auch mitnehmen. Wir haben jetzt beide Seiten auch gehört. Und Ihre Frage bitte abschließend. Habe ich das richtig verstanden? Sie haben ja jetzt vorgeschlagen, ich soll eine ganz bestimmte Frage stellen. Darf ich natürlich nicht, aber ich werde dann am Schluss schon nochmal die Worte finden, dass wir ja, genau, nach Hause gehen können. Bitte sehr. Gut, also ich habe eigentlich zwei Fragen, zwei sehr kurze, insofern wird es nicht so schlimm sein. Es hat mich erstaunt, dass Sie sagen, Sie kennen nur Kostengutachten über 4,1 Milliarden Euro, was auch immer, für Stuttgart 21. Und ich frage Sie einfach, kennen Sie das Gutachten vom Bundesrechnungshof nicht? Das wurde 2008 erstellt, kommt auf 5,3 Milliarden ohne Planung, das heißt mit Planung ca. 5,6 oder 5,9 Milliarden. Das liegt weit drüber. Und der Herr Grube kannte es nicht, der Herr Oettinger kannte es nicht, wurde so in Frontal gezeigt. Nein, das erstaunt mich eigentlich. Sie kennen es auch nicht? Ja, bitte. Also ich habe nicht gesagt, ich kenne keine Fakten, die gegen dieses Projekt sprechen, die zu dem Zeitpunkt bekannt wurden, als es geschlossen wurde. Also es gibt eine Menge Argumente gegen dieses Projekt. Diese Argumente waren mir alle bekannt. Darauf bezog sich meine Antwort. Ich habe dann hinzugefügt, es gibt darüber hinaus das Kostenargument. Und das Kostenargument wurde in der Abwägung dann so entschieden, dass wir zu dem Ergebnis gekommen sind, die Kosten sind handelbar. Gut, da hätten wir eigentlich die vier abschließenden Fragen. Ich habe Sie gefragt, ob Sie das Gutachten kennen oder nicht, ja oder nein. Das Gutachten des Bundesrechnungshofes ist mir bekannt, aber ich bin dennoch der Auffassung, dass wir den Kostenrahmen einhalten. Gut. So. Herr Kleiner, darf ich Sie nochmal an Ihr Versprechen erinnern? An mein Versprechen? Ja, die Auswirkungen auf den ländlichen Raum, habe ich vorhin gefragt, ob wir da nochmal drauf zurückkommen. Das ist doch für Sie besonders wichtig. Also, nochmal, letztmals an beide Auswirkungen auf den ländlichen Raum. Ich habe es ja der Herr Dr. Williams beantwortet gehabt. Das war eine klare Aussage. Das war für mich genügend als Moderator. Er hat dazu Stellung genommen. Ganz dezidiert. Ja? Also, Sie können da noch ergänzen, was dazu sagen. Dann würde ich aber auch zum Ende kommen wollen. Okay. Es gab eine Bahnreform 1994 und 1996 in zwei Schritten. Seither gibt es diesen deutschen Bundesbahnkopf an einem